So, moin meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley und ich war ja in der letzten Folge einmal im... Nimmst du die jetzt oder willst du mich jetzt verarschen? Im Bad. Da hieß es, das soll man mal nach... Da kam natürlich die Aufnahme. Oder ich habe das ja aufgenommen und... Ist alles noch nicht so weit, ne? Das Ding ist, bevor diese Folge überhaupt kam, wir nehmen ein Bad. Schrieb mir doch, Grüße gehen raus, die gute Cherry Fairy, wenn ich das nächste Mal dahin gehe, soll ich doch mal, ja, wuff, wuff, länger im Bad bleiben und vor allen Dingen ruhig bleiben. Und vor allen Dingen so nach getaner Arbeit und ruhig so lange, bis die Äuglein zugehen, wenn ich das alles richtig jetzt noch im Kopf habe. Dann kam natürlich die Folge und die gute Cherry Fairy schreibt, du sollst doch länger da drin bleiben. Ja, da hatte ich die Aufnahme schon gemacht. Ne? Das muss man dazu auch sagen. Die Aufnahme war schon gemacht. Deswegen müssen wir da nochmal hin. Ich weiß nicht, ob heute irgendein Tag diese Woche gehen wir da nochmal hin. Das, irgendwie habe ich so das Gefühl, mein Mikrofon ist irgendwie heute nicht gut. Naja, gut. Aber das werden wir natürlich dann auch nochmal machen. Sehen so erntereif aus, ne? Also, da kann man doch mal verwirrt sein und sagen, nö. So, und dann hat man mir auch noch geschrieben, dass ich mir die Sachen immer gar nicht notieren muss. Ich habe was im Menü, wo das alles steht. Da muss ich natürlich auch gleich nochmal nachschauen. So, wir haben ja eh ein bisschen sortiert, ne? So, gut, die haben wir. Das brauchten wir auch. Ich weiß nicht, wie viel. Aber wir könnten schon wieder etwas upgraden. Dafür hatte ich natürlich gesagt, es wäre blöde, wenn... Ich kann aber nicht... Das ist doch ätzend. Ich kann keine Gießkanne... Da steht's. Fisch, Artefakte, Minerale, Kochen. Post. Willis Einladung. Ah, okay, ja. Da steht jetzt aber trotzdem nicht unbedingt immer das, was ich brauche. So, wenn ich jetzt die Gießkanne weggebe, ich würde sie ja gerne upgraden, aber geht ja nicht, ne? Das ist blöd jetzt. Das ist wirklich blöd. Benötigt 5 Erze. Okay.
Ist halt die Frage, was grade ich als nächstes ab? Wahrscheinlich erstmal die Sense oder die Hacke? Sind ja ein paar Tage weg. Oder erstmal gar nichts, weil ich Geld sparen will für einen Hühnerstall. Den muss ich mir wiederum aufschreiben, weil er hier nicht steht. Also ja, die Person, die mir das geschrieben hat, ich weiß leider gerade deinen Namen nicht mehr, bitte verzeih mir das. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Die geschrieben hat, ich habe in meinem Inventar, kann ich nachgucken und so. Da kann ich jetzt aber nicht gucken, was ich brauche für einen Hühnerstall. 4000 G, 300 Holz, 100 Stein. Also das muss ich weiterhin so. Und ich glaube, ich spare da jetzt auch erstmal drauf, weil Hühnerstall bringt mir auch nochmal wieder ein bisschen Geld, hoffe ich. Dementsprechend gebe ich jetzt nichts aus für Werkzeug. Wir gucken mal eben allgemein, so wie wir Hallöchen. Hey Pam, ich würde gesünder essen, wenn ich es mir leisten könnte. Ja, das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, hatten wir hier jetzt noch irgendwie eine besondere... Die Shorts, Jodys Bitte, tiefer in die Mine, all den ganzen Kram. Ich will mal wieder so ein paar Leute abgehen. Mal gucken, ob man hier mal irgendwann was Neues machen kann. Natürlich, die meisten sind gar nicht da, war ja auch klar. Moinsen! Hey Bauerntyp, du siehst ein wenig verbrannt aus. Oh ja, geht. Wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Angel nehme? Hayley, ich werde mich diesen Sommer so schön bräunen. Oh, dann viel Glück. Wenn ich meine Angel verbessere, wird das Angeln damit leichter oder ist das auch so, dass man eigentlich nur bessere Fische fangen soll? Weil leichter wäre ja schon geil, ne? Ah, hey. Komm rein, fühl dich wie zu Hause. Hey. Das ist gutes Zeug da. Die Fische sind verrückt danach. Just achte drauf, deine Hände gut zu waschen, nachdem du sie in diese Säfte getaucht hast. Es ist bekannt, dass das Aroma bis zu 7 Wochen anhält, Bursche. Also, hast du viele Fische gefangen? Ja, es ist ein schwieriger Sport, besonders für einen Anfänger. Hast du die Trainingsrute ausprobiert? Ich verkaufe sie genau hier zu einem niedrigen Preis. Du solltest es mit einer Trainingsrute versuchen, bis du etwas mehr Erfahrung hast. Was ist los? Alles okay? Ey, nun, das Geschäft war in letzter Zeit hart. Alles begann etwa zur gleichen Zeit, als das alte Gemeindezentrum in Schutt und Asche fiel. Meine Fische verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie früher. Ich arbeite doppelt so viel, nur um über die Runden zu kommen. Ei, das klingt nach dem Real Life. Keine Zeit für eigene Projekte. Aber wenn es hier wieder aufwärts geht, habe ich vielleicht die Zeit, dir etwas zu zeigen. Yep, sie ist dort hinten. Ein alter Freund, der schon bessere Tage gesehen hat. Eines Tages, Bursche. Wirst du sehen, was ich meine. Aha. Angler Doppelbett. Dann nimm mir nochmal die die Übungsangel mit. Und verkaufen das an ihn.
Danke. Mal sehen. Und ich werde wahrscheinlich auch mit dem Ding noch versagen. Was? Ich hab doch gedrückt. Zerbrochene Brille. Na? Toll, Alter, jetzt fange ich hier nur den ganzen Müll. Das ist gar keine Übungsangel, das ist eine vom Müll sauber Angel. Eine Säuberungsroute ist das. Ist ja auch gut, tun wir was Gutes. Ich meine, Meere sind verschmutzt genug. Zerbrochene CD. Er will mich jetzt verarschen, oder was? Ich will mein Geld zurück, du Spacken. Ja, und dann kauft er mir den ganzen Kram nicht mal ab. Arschloch. Hier, hör mal. Möwen. Das ist doch alles Kacke. Hier, die verkauft er mir. Das weiß ich. So. Was mit dir hier? Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Ja, warum nicht? Aha. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. Dann machen wir das mal. Die Tage. Wenn ich es mir merken kann. Ach verdammt, ich wollte hier noch die Muschel andrehen. Dass er mir immer so viel so geschlossen werden sein muss. Grammatik gelernt bei Yoda, ich hab. Ich mach mal eben ein bisschen Inventar leer. Also schmeiße Sachen in Müll. Weil da kriege ich eh kein Geld für. Und ich weiß jetzt gar nicht, brauche ich Seetang fürs Gemeindehaus? Da kann ich ja gleich auch nochmal gucken. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nicht verkaufen. Genauso wenig wie die Muschel. Wer weiß. Dann gehen wir da nämlich auch nochmal vorbei. Ich kann das wirklich nicht ernten, ne? Oh. Nope. Und dann gehen wir jetzt nochmal baden.
So. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nichts davon ist. Flussfische, Spezialfische, Ozeanfische, Teichfische, Nachtfischen und nichts davon. Okay, dann kannst du weg. So, und irgendwo brauchte ich jetzt noch. War das hier? Sammeln Exoten, Herbst, sammeln wir da. Dann war das wohl da. Gut. Probieren wir es nochmal mit dem Bart. Es ist natürlich jetzt wieder so, dass ich das erstmal wieder finden muss. Weil ich Honk mir natürlich den Weg wieder mal nicht gemerkt habe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. So, ich bleib jetzt einfach mal ruhig. Augen gehen zu. Ah, ich kann meine Energie wieder aufsammeln. Das ist ja mal mega. Ich hoffe, das war's jetzt. Oder soll ich noch länger baden? Ich denke mal, das wollte man mir damit zeigen. Und das war auch gemeint mit, bis die Augen zugehen. Er macht einfach die Augen zu und entspannt ein bisschen. Ich dachte jetzt mal, bis die Augen zugehen, dachte ich jetzt irgendwie. Bis ich umfall, so wie in der Mine, weißt du? Aber dann wird er ja ersaufen. Gut. Ja, piep. Damit haben wir es. Hundi ist schon im Bett. Wir haben wieder 540 gemacht. Das ist gut. Könnte besser werden, aber beim Fischen kam ja auch wieder nichts raus. Probieren wir vielleicht morgen nochmal hier bei uns im Fluss. Vielleicht hole ich da nicht nur Müll raus. Ja? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, meine lieben Stachel, und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!